Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franziska und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich habe jetzt die Legung für dich, wenn du den Schützen im Sternzeichen hast, im Aszendenten oder in deinem Mond- und Venuszeichen, dann kann hier etwas dabei sein für dich, kann deswegen, weil es eine allgemeine Legung ist, bitte bedenkt das immer, diese trifft nun mal nicht auf jeden von euch zu. Ich habe hier ein großes Blatt ausgelegt, Lenormand-Karten, für den Sommer 2023. Wenn du diese Legung findest, irgendwann innerhalb des Jahres oder nächstes Jahr, dann schau trotzdem rein, denn diese Legungen sind immer zeitlos. Sie markieren vor allem nur das Erscheinungsdatum, ja? Wenn du zwischendrin oder nächstes Jahr oder wann auch immer diese Legung findest, schau rein, ist mit Sicherheit eine Botschaft versteckt für dich. Ich habe dieses große Blatt gelegt mit den Modern Light Lenormand-Karten von der Sandra Spindler in der Extended-Version. Natürlich schreibe ich euch das auch wieder unten in die Infobox. Und mit dem Engel-Tarot von der Doreen Virtue, da bekommen wir dann noch eine Information zum Schluss. Und wenn ich hier fertig bin, mache ich noch eine kleine Erweiterung mit den Seelenblickkarten. Und da kommt eine Warnung. Vorsicht, Gefahr, Gedankenkarussell. Hier wird vor einem Gedankenkarussell gewarnt und das soll beendet werden. Okay. Dann hoffe ich, habe ich jetzt alles, was vorab wichtig ist, genannt. Und ich würde sagen, wir starten. Wenn du damit in Resonanz gehst, findest du unten in der Infobox auch meine persönlichen Kontaktdaten und kannst dich da gerne melden. So, wir fangen hier an mit den Karten, die hier übrig sind, da es ja eine Extended-Version ist. Diese unterliegende Energie ist die Energie, die hier in diesen 3 Monaten wichtig ist. Ja, sage ich immer, die mitschwingt. Und das ist die Wegekarte. Und die Zahl 22 für diejenigen von euch, die damit was anfangen können. Die Zahl 22 ist eine Engelszahl. Könnt ihr gerne auch mal googeln, was die bedeutet. Also es geht hier darum, Entscheidungen zu treffen. Und ihr seht ja, dass beide Wege recht schön sind. Ja? Nichts ist so schwierig, wie keine Entscheidung zu treffen. Es ist nicht immer leicht, ja. Aber dann hängt man immer so in einer Glocke. Und also das ist wichtig. Entscheidungen, Lösungen, Alternativen suchen und finden. Du bist dargestellt hier in der weiblichen Hauptpersonenkarte. Unabhängig deines Geschlechtes, dein Gegenüber ist dargestellt in der männlichen Hauptpersonenkarte. Und wie ihr sehen könnt, ihr liegt hier sehr, sehr nah beieinander, was ich persönlich immer nicht so schön finde. Sag euch auch gerne warum, weil mir da eine Verbindung fehlt. Kann sein, dass der ein oder andere erst kürzlich, dass ihr kürzlich erst zueinander gekommen seid und noch nicht so viel Verbindendes da ist. Das ist eine Möglichkeit. Was sehr schön allerdings ist, ist, dass ihr euch anschaut. Das finde ich schon mal sehr schön. Mildert für mich das Ganze ab. Ihr könntet ja auch so liegen, ja. Aber so ist es dann doch angenehmer in meinen Augen. Also gut, wir schauen mal, was hier los ist. Du selber liegst hier im Hause des Baumes. Das heißt, das Thema Vitalität, Gesundheit ist gerade bei dir ein Thema, etwas, was lange dauert.
Und vielleicht auch das Thema, dass hier etwas in eine Gesundung gehen möchte. Du schaust hier in diese Reihe. Das sind die Störche. Ein positiver Wandel bei einem Neubeginn. Gleichzeitig hast du hier aber unter dir diesen Neubeginn angezeigt mit einem großen Zwiespalt. Was mir eben den Hinweis gibt, dass hier gerade entweder, wie gesagt, ihr kennt euch noch nicht so lange. Du weißt Bescheid, wenn das Gegenüber kann auch eine Frau sein, auch geschlechterunabhängig. Du schaust, bei wem dieses Szenario, was ich hier erzähle, passt. Und da es einen Zeitraum von 3 Monaten hat, kann diese Person auch mal wechseln. Ja, das kann zum einen bei einer Situation dein Gegenüber sein, es kann aber auch mal jemand anders sein, wie zum Beispiel ein Chef oder eine andere männliche Person, die hier angezeigt ist, und es kann auch ein Freund sein. Also da bitte schau selber rein. Es bezieht sich häufig, habe ich jetzt schon festgestellt, bei diesen langen Legungen nicht immer nur auf eine Person. Also hier ist ein positiver Wandel, den du hattest mit dem Neubeginn, und trotzdem ist der Fuchs da. Hier ist so eine falsche Freundlichkeit. Der Fuchs hier oben zeigt mir, dass hier, naja, schon wie ich gesagt habe, etwas sehr oberflächlich ist, die Freundlichkeit nicht ganz ehrlich, alles so ein bisschen versteckt, so ein bisschen abtastend, vorsichtig, prüfend, genau das alles sind die Eigenschaften vom Fuchs, der sehr vorsichtig ist und sehr schlau. Deswegen sage ich hier so eine falsche Freundlichkeit. Also sehr abwartend, sehr prüfend. Diese Veränderung hier ist mit einem Haus angezeigt. Das ist ja interessant. Hier mit den Störchen und mit dem Haus. Hier kann es um einen Umzug gehen. Eventuell bist du umgezogen oder du wirst in diesen 3 Monaten umziehen. Oder eine herzliche Frau ist hier im Begriff eines Neubeginns und hat hier mit diesem Neubeginn noch so ein paar Dinge zu prüfen, zu bearbeiten, zu eruieren. Das kann auch gut sein, ja. Und wenn ich jetzt bei dieser Konstellation bleibe, du schaust hier in diese Veränderungen durch einen Neuanfang, dann haben wir hier die Verbindungen, die Verträge mit einem Haus sind eine Herausforderung mit der Sicherheit. Aber mit Sicherheit wird diese Herausforderung auch genommen und mit Sicherheit wird hier etwas zum Abschluss gebracht. Das Thema Haus, da liegt das Gegenüber drinnen, da kann auch ein Gegenüber ins Haus kommen. Und das kann eine Herausforderung sein, das ist ebenfalls möglich. Und dieses Gegenüber hier hat einen gewissen Einfluss auf das Thema Authentizität oder etwas anders machen. Das Ganze ist schicksalshaft, also wichtig. Im Übrigen liegt das Kreuz bei dir. Das sagt mir, dass du hier belastet bist, dass du hier wichtige Dinge gerade jetzt in diesen 3 Monaten passieren, für dich, mein lieber Schütze, die mit dem Thema Harmonie zu tun haben, Ruhe, der Frieden, der hier angezeigt ist, aber auch jemanden,
der als Gönner auftritt. Dieser Gönner kann eine ältere männliche Person sein aus deinem Umfeld. Ein wohlwollender Mann sozusagen, das kann sogar ein Vater oder Schwiegervater sein. Oder eine Person, die einen höheren Bildungsgrad hat. Also die Lilie steht auch für das Thema einer gewissen Machtposition. Und wenn ich mir das hier anschaue, dann kann das tatsächlich auch um einen Richter oder um einen Notar gehen, der hier angezeigt ist. Und diesbezüglich wird hier vertraglich etwas geregelt, wo eine große Herausforderung ist. Die positiven Veränderungen der Unklarheiten liegt hier dazwischen. Das heißt, sollte dein Gegenüber hier, was ein sehr häuslicher Mann ist oder ein geliebter, herzlicher Mann, mit einem Thema zu tun haben, einem Haus, einer Wohnung, einer Familie, dem Abschluss einer festen Basis und das Ganze eben vertraglicher Art, beziehungstechnischer Art, alles was im Privatbereich an Verbindlichkeiten, an Verbindungen ist, Beziehungen, Partnerschaften, da ist eine Herausforderung zu sehen, die mit Sicherheit da ist, die aber auch mit Sicherheit überwunden wird. Ja? Denn liegt im Haus des Schlüssels und der Schlüssel liegt auch noch nebendran. Außerdem liegen hier auch noch die Mäuse dran. Also da wird mit Sicherheit etwas überwunden. Das finde ich sehr, sehr schön. Also die Konstellation finde ich schon mal sehr schön. Die erste Karte ist der Mond. Der Mond ist die Anerkennung, Wertschätzung. Da geht es um die Gedanken, da geht es um die Psyche, um die Emotionen. Und da kommen ganz viele Nachrichten rein diesbezüglich. So auch was Ängste betrifft, kommt hier rein. Und diese Gedanken hier sind auch deine Gedanken, dass hier in Kürze ein paar Klarheiten da sind, ein paar wichtige Erkenntnisse, der Einfluss, der Bär steht ja bei mir meistens für den Einfluss, für eine einflussreiche Person, die hier aus dem Freundeskreis kommt. Und dieser Freund ist hier verbunden mit der geistigen Welt. Und diese Verbindung mit der geistigen Welt habe ich hier nochmal, ist eine Herzensverbindung. Aber hier ist etwas, was eine gewisse, der Pilz steht immer für eine gewisse Abhängigkeit. Der Pilz steht für etwas, was giftig ist, was nicht gut ist, ja, und das kann jetzt mit dem Thema Liebe zu tun haben, zu anderen, weil man hier zu sehr unterstützt, zu sehr hilft, zu loyal ist, das ist mal das eine, das andere kann hier auch sein, dass Mann oder Frau, Thema Selbstliebe kann hier ebenfalls betroffen sein, ja, und du hast hier, du drehst dich hier weg, mein lieber Schütze. Ich habe hier den Eindruck, dass das auch etwas ist, was dich betrifft, das kann etwas sein, was einen Freund betrifft, das kann etwas sein, was eine Freundin betrifft, das ist auf jeden Fall in mehrererlei Hinsicht Thema. Und ebenso habe ich den Eindruck, dass es darum geht, hinzuhören, was Freunde
sagen und es genau wahrzunehmen, damit ein Einfluss in deine, dieser Einfluss eine, wo habe ich denn das Schiff? Haben wir das Schiff hier auch? Nee, das Schiff ist nicht drin. Dass dieser Einfluss zum Beispiel für einen weiteren, für einen in der Zukunft liegen, für ein in der Zukunft liegendes Ziel steht. Und ich habe ja aber so den Eindruck, dass das genau diese Herausforderung ist, das wahrzunehmen. Ja, diese Wahrnehmung hier ist nämlich das so ein bisschen die Krux, wenn ich mir das angucke. Und wie gesagt, du drehst dich davon weg. Ebenfalls gleiches Thema Wahrnehmung spiegelt sich ja auf ihn. Und da ist es genau das Gleiche. Wir haben hier einen Freund, die Wahrnehmung, Hilfe, Unterstützung innerhalb einer Gemeinschaft, eines Verbundes, beziehungsweise was die Emotionen angeht, da verstehen die Orcas ja auch. Die emotionale Wahrnehmung ist hier ein Thema. Die Wahrnehmung, auch das Ernstnehmen von Themen, die dich betreffen, die aber auch andere Personen betreffen, ist hier ebenfalls ein Thema. Und ich habe hier fast so ein bisschen den Eindruck, dass da eine Lernaufgabe, wie sie ja hier auch angezeigt ist, hier ist eine Lernaufgabe angezeigt. Aber mit dem Fuchs ist da noch was falsch. Da ist noch irgendwie was zu korrigieren, zu richten. Da ist noch was in die Harmonie zu bringen durch eine Entscheidung. Und mit Sicherheit hat es hier mit dem Thema Geld und Finanzen zu tun. Denn der Schlüssel zeigt immer, wo das Ausrufezeichen ist. Und das sind eben die Komplikationen, Schwierigkeiten, Thema all das Loslassen ist hier, liegt im Übrigen im eigenen Haus, genauso wie die Sense. Das heißt, hier geht es darum, etwas Altes loszulassen, alte Verhaltensweisen, alte Gedanken, alte Strukturen. Entschuldigung. Und diese alten Strukturen haben mit dem Thema Co-Abhängigkeit, Abhängigkeit zu tun. Kann sich um Personen, Situationen, um Dinge handeln, um Substanzen handeln, kann sich einfach auch darum handeln, Gewohnheiten, sage ich mal. Also es muss nichts Dramatisches sein. Das schaut ihr, was es für euch ist. Aber es handelt sich auf jeden Fall um etwas, was noch zu lernen ist. Denn ich habe ja hier mit dem Buch auch die Lernaufgabe, die Schicksalshafte. Da ist noch ein Konflikt mit einer Arbeit, wenn ich mir das anschaue. Vielleicht geht es darum, hier eine Arbeit, eine Selbstständigkeit zu verändern, zu wechseln oder loszulassen. Ich habe hier keinen Anker drinnen. Da sind Diskussionen auf jeden Fall mit dem Thema Arbeit, mit etwas, woran gearbeitet. Ich habe auch den Eindruck, dass hier an etwas gearbeitet werden soll. Und da ist noch dieser Konflikt hier.
Das ist aktiv an etwas arbeiten. Zeigt mir hier diesen Konflikt an und dieser Konflikt ist schicksalshaft und ist eine Belastung. Das Ganze liegt hier mit dem Thema Lehre, Schule, Ausbildung. Das kann hier auch eine Institution sein, eine Gesundheitsbehörde, die hier angezeigt ist, eine Gesundheitsbehörde mit einem Lehrauftrag oder eine Weiterbildung, eine Schule im medizinischen Bereich oder auch im spirituellen Bereich. Das ist ebenso möglich. Also, und da liegt hier der Schlüssel. Und in der Verbindung hier liegt das Herz und der Klee. Also das ist etwas, was einem am Herzen liegt, was hier das Glück, die glückliche, positive Wende bringt für einen Neubeginn. Aber hier liegt ein Stressfaktor. Hier liegt auch die falsche Kommunikation im Übrigen, ja, die angezeigt ist. Eine falsche Kommunikation, eine Kommunikation, die hier entweder einen gewissen Stress nicht beachtet oder man kommuniziert mit einem Freund oder Freundin über Stress. Thema Loyalität kann ebenfalls ein Stressfaktor sein. Also hier ist etwas falsch. Falsche Loyalität bekomme ich rein und das ist, wie gesagt, etwas, wo du dich wegdrehst. Ein Angebot, eine Nachricht, eine Botschaft, die hier abstirbt, die, ja, dann bin ich wieder hier bei dem Thema Wahrnehmen. Hier wird eine Nachricht nicht wahrgenommen, eine Information wird hier weggedrängt. Habe ich den Eindruck, weil hier etwas oder jemand nicht ernst genommen wird. Und das kann eine herzliche Frau sein, die hier abgebildet ist mit einem Neubeginn. Das kann aber auch das Thema sein, diesen Wandel auf Herzebene zuzulassen. Und sich hier von alten Mustern befreien. Und ihr wisst ja, das sind für 3 Monate. Ebenso habe ich hier auch das Thema Kinder kriegen. Für die ein oder anderen kann das hier auch ein Thema sein, dass es um Nachwuchs geht. Und da sind noch so ein paar Vorstellungen. Ich habe den Eindruck, das sind Vorstellungen, wie etwas sein soll und da darf sich noch ein bisschen was verändern. Und ebenso habe ich hier noch die Herausforderung, wenn es denn um Kinder geht, dass hier noch ein paar Verträge und Geschichten häuslicher Art stabilisiert werden dürfen, dass hier noch einige Verträge und Verbindlichkeiten geklärt werden dürfen, werden sollen. Was sehr schön ist, die Sense im eigenen Haus sagt, dass hier vieles plötzlich passiert, ein Stillstand wird jetzt hier auch beendet, ein Kummer wird beendet. Und dieser Kummer hat auch mit Unklarheiten zu tun, was innerhalb, also eine emotionale Unklarheiten werden hier ebenfalls beendet, zum einen bei dieser Frau, da schaust du drauf. Zum anderen hat hier dieser Bär einen gewissen Einfluss. Das kann eine Geschäftsreise sein, die hier angezeigt ist. Und diese Geschäftsreise hat einen gewissen Einfluss auf einen Freund, auf eine Freundin, einen gewissen Einfluss auf das Thema Treue und Loyalität. Und das habe ich bei dieser Person und bei dir auch, dass hier
also die Konstellation finde ich auch ganz interessant hier mit dem Thema Treue, Loyalität, Hilfe und Unterstützung, die es gilt wahrzunehmen, damit hier ein Einfluss quasi in Bewegung kommt, ja? Damit ich habe den Eindruck, da will was Neues angeschoben werden. Aber wie gesagt, irgendwie ist hier unten eben diese Lernaufgabe, die ist hier noch nicht in Ordnung, ja, mit dem Fuchs. Da ist noch was, da passt noch was nicht. Also irgendwie habe ich den Eindruck, ist hier noch, macht sich hier noch jemand was vor. Da ist noch nicht alles grün, wie es soll, weil der Fuchs sagt immer, da ist was falsch. Und wenn er dann schon in den Blumen liegt, dann ist die Feierlichkeit falsch, die Freude falsch, dann ist etwas hier nicht ganz in dem Herzgefühl, wie es eigentlich sein soll, ja? Wenn dann schon der Pilz auch noch hier im Herzen kommt. Ich meine, die Reihe, wenn ich mir anschaue, dann geht der Pilz dann auch wieder weg durch die Mäuse. Nur die Befreiung liegt hier auch in den Mäusen. Das heißt, eine Befreiung sollte hier ja stattfinden von dieser Toxizität, liegt aber in den Mäusen. Das heißt, hier wieder das Thema, was es zu erkennen gilt, dass man sich aus gewissen toxischen Verhaltensweisen noch befreit. Ich habe allerdings auch den Impuls hier, dass das passieren wird, dass diese Entscheidungen getroffen werden. Das sind ja hier die Thema Entscheidungen. Wir schauen mal hier unten drunter, was mit einer Arbeit zu tun hat oder woran ihr arbeitet und da kommt die Sonne. Eine Reise im Sommer, eine Verhandlung im Sommer, die hier mit dem Anker zu tun hat, die Blumen und das Geld. Eine Einladung, ein Geschenk, was Geld bringt, etwas, was hier wertvoll ist, ja. Meine Lieben, für den einen oder anderen kann hier auch das Glück in der Liebe kommen. Bei einem Freund oder durch einen Freund. Und da ist dann viele Gespräche angezeigt mit diesem Freund, viel Kommunikation, Stress, Aufregung, aber eher dann positiver Stress natürlich. Ein glücklicher Wandel mit einem Neubeginn, mit einem Kind oder in kleinen Schritten. Den habe ich auch hier, diese kleinen Schritten. Und diese kleinen Schritte kann natürlich auch sein, je nachdem, wie geduldig du bist, dass das ein Problem für dich ist, mein lieber Schütze, oder eben für ein paar Freunde um dich herum oder Freundinnen und für dein Gegenüber auch. Wir schauen uns jetzt mal dein Gegenüber an. Mit dem Bär hat er gegenüber ein gewisses Ego. Weil es der Bär direkt nebendran ist. Das Ego, was noch hin und her schwankt, würde ich mal sagen, er schaut hier in genauso in diesen Zwiespalt mitten im Neubeginn und da sind noch ein paar Komponenten, die hier auch das Herz ein bisschen belasten. Also eine toxische Geschichte, das kann, wie gesagt, eine Situation, eine Person oder eine Substanz sein, das kann auch eine Verhaltensweise sein. Ja, was das genau ist, das spürt bitte selber rein. Um das hier rauszufinden. Und mit Sicherheit wird es aber hier aufgelöst. Mit Sicherheit hat es hier mit dem Thema Geld und Finanzen zu tun. Und mit Sicherheit sind es hier auf Seelenebene einige Themen, die noch eine Herausforderung darstellen. Und wo es darum geht, flexibel zu sein oder zu werden.
So. Dann schaue ich mal weiter. Auch dieses nicht ernst genommen werden ist hier eine Belastung bei dir, beziehungsweise schicksalshaft und hat mit Nachrichten zu tun, mit Angeboten und mit Chancen. Und das Ganze, da wird wieder geredet drüber, das Ganze ist auch eine Prüfung, hier sich auch Gehör zu verschaffen, habe ich den Eindruck. Etwas fest zu verankern, etwas zu verändern, was mit dem Thema Arbeit zu tun hat. Gleichzeitig ist hier ganz viel Liebe angezeigt, ja, und ein Erfolg in der Liebe. Finde ich sehr, sehr schön, wenn hier eben dieser Pilz nicht wäre. Naja, mein lieber Schütze, wir schauen jetzt mal weiter. Ich habe hier das mit der Firma, habe ich ja schon gesagt, Thema selbstständig sein. Das kann ein Verlag ebenfalls sein, der hier angezeigt ist. Das kann auch, was habe ich noch hier? Der Rückzug aus einer Firma sein, der hier noch im Verborgenen liegt. Ebenso im Verborgenen kann hier eine Trennung liegen, die noch nicht ganz klar ist, die noch nicht bewusst ist, weil eben das Buch auch für das Nichtwissen steht. Und eine Trennung, ein Rückzug im Leben, der geht auch langsam. Also das geht hier sehr langsam. Und diese Trennung kann natürlich auch damit mit dieser Geschichte hier zu tun haben, dass das einfach langsam geht. Ja? So Step by Step. Und da kommt wieder so ein bisschen das Thema der Ungeduld auf bei mir. Hier ist der Leuchtturm angezeigt, etwas Wegweisendes, etwas, da geht es auch immer so durch die Ängste durchgehen, was mit diesem Rückzug zu tun hat, mit einer Trennung zu tun hat. Also hier ist eindeutig auch Mut gefragt für eine Trennung, Mut gefragt bei den behördlichen Themen, Mut gefragt bei Themen, die hier mit einer Gesundheitsbehörde zu tun haben. Ihr wisst, seht es bitte weitläufig, das können ganz, ganz verschiedene Dinge sein. Überall, wo es eine Institution mit ein Gesundheitsamt, eine Praxis, ein Krankenhaus kann das sein, eine Fakultät, die Weiterbildungen macht, die Ausbildungen macht im medizinischen oder und im spirituellen Bereich. All das kann hier Thema sein, ja. Und da der Leuchtturm, der sich hier drauf spiegelt, mehr oder weniger, heißt es, durch gewisse Ängste und durch gewisse Kümmernisse durchzugehen. Mit der Sense oben drüber habe ich eher den Eindruck, dass das nicht passiert. Muss ich gleich dazu sagen. Also für die einen wird es nicht passieren, für die anderen von euch wird hier eine Gefahr gebannt. Also es wäre gut, wenn das hier überlegt werden will. Also diese Entscheidung bitte hier auch gut, gut überlegen, sagen die Karten, ja? So, diese Unklarheiten und Schwierigkeiten, die hier angezeigt sind, auf emotionaler Ebene,
Die verändern sich zum Positiven hin. Ein Stillstand wird ebenso beendet. Außerdem endet hier eine Gefahr. Ja? Und eine Gefahr kann hier enden, wenn du etwas erkannt hast. Dafür steht ja auch der Leuchtturm. Der leuchtet ja ganz doll da oben. Und diese Erkenntnis, sage ich jetzt mal, kann dich dann dazu bewegen, in die Öffentlichkeit zu gehen. Das wäre nämlich auch wichtig. Hier ist das Thema, hier liegt die Meerjungfrau. Da geht es darum, sich zu verbiegen. Oder die Meerjungfrau verbiegt sich, um hier etwas nach vorne zu bringen, um tröstend zu sein in der Öffentlichkeit. Und da wird jetzt etwas verändert. Zum einen kann das enden für den einen oder anderen, der verbiegt sich jetzt nicht mehr in der Öffentlichkeit oder für Kunden oder für Aufträge oder für alles, was in der Öffentlichkeit stattfindet. Das können auch Events sein, das können auch Feierlichkeiten sein, ja, alles, was eben draußen ist. Und da ist die Herausforderung, dann durch die Angst zu gehen. Und das kann jetzt im privaten Bereich natürlich genauso vonstatten gehen. Das kann es können Verbindlichkeiten sein, die du von zu Hause mitgebracht hast, aus der Familie mitgebracht hast. Das können Beziehungen sein, familiäre Beziehungen, wo hier es darum geht, Grenzen zu setzen und jetzt lichtvoll deinen Weg weiterzugehen. Ganz interessant, mein lieber Schütze. Wir schauen jetzt uns eigentlich hier gerade noch genauer an. Und zwar möchte ich als erstes für den Mond eine Karte. Da kommen Nachrichten rein. Diese Nachrichten haben etwas damit zu tun mit Anerkennung und Wertschätzung. Da ich das Pferd hier aber im Haus des Sarges habe, habe ich den Eindruck, dass du diese Nachrichten nicht annimmst, nicht wertschätzt, nicht wahrnimmst. Und hier habe ich ebenfalls den Verlust, also ich habe zweimal den Verlust von wertvollen Nachrichten hier oben, von wichtigen Nachrichten. Diese Nachrichten können auch aus deinem Inneren kommen, ja. Diese Nachrichten können nachts kommen als Traum. Ebenfalls möglich. Wir schauen uns mal diese Karten an. Geld, Intrige, Erinnerung. Also Klärung der Finanzen, eine Intrige und eine Erinnerung kommt hier. Dann hätte ich ganz gerne bitte für den Sarg einen Fehler, einen Stillstand, ein Kummer, ein Fehler, aber der wird ja jetzt hier eine falsche Entscheidung. Das ist auch etwas Thema Selbstzweifel, der hier angezeigt ist. Und jetzt hätte ich natürlich ganz gerne noch eine Karte für das Kind hier unten. Da geht es um einen Vertrag. Schaut mal an. Da geht es um einen Vertrag, einen Arbeitsvertrag, eine verbindliche Absprache oder und Thema Hochzeit. Das ist hier auch das. Also ihr Süßen, schaut genau hin, dass ihr euch nicht verbiegt, ja, für irgendwas. Das kann nämlich auch dieser Giftpilz sein, dass man sich aus dem Wunsch nach Liebe heraus verbiegt. Bitte für den Giftpilz eine, ja genau. Da kommt schon die Täuschung, Lüge, Verrat, Falschheit, Täuschung. Und die Erinnerung, also irgendwas ist hier an von früher noch da, wo ihr schon mal eine
nicht so schöne Erfahrung gemacht habt und vielleicht betrogen worden seid, oder ich gerade mit den Sternen daneben und in der Kombi, die Sterne stehen auch für Erwartungen, für Hoffnungen und für Wünsche und Sehnsüchte, die sich nicht erfüllen. Also für mich ist es dann immer so ein Irrglaube, etwas, was man sich schöner vorstellt, als es dann eigentlich ist. Ja? Man malt sich irgendwas schöner aus und vor lauter Happiness und Glücklichkeit ist man dann total betriebsblind. Das sagt ja auch diese rosa-rote Brille hier. Ja? Und sieht die Tatsachen nicht. Und das ist hier so ein bisschen die Warnung auch, die wir ja vorhin gezogen haben, ja. Könnt ihr euch erinnern, wenn ihr nicht am Anfang geschaut habt, dann spult mal ganz zurück. Als ich diese Karten hier hochgehoben habe, zum Zeigen, war die Warnung unten dran. So, meine Lieben, also hier wird genau vor diesen Dingen gewarnt, ja, vor zu großen Hoffnungen, vor zu großer Idealisierung einer Thematik, davor wird gewarnt. So, jetzt möchte ich bitte für den Berg noch eine Karte, da kommen sie ja schon prompt rausgeflogen. Thema Liebe, schaut mal, Thema Liebe, wohlwollender Mann, ein Freund, Anwalt, Arzt, Förderer, Vater, Schwiegervater, der eine Chance, eine offizielle Chance vermitteln soll. Und wir haben ja hier eine Herausforderung, die mit dem Thema Sicherheit zu tun hat, die mit Sicherheit aber auch verschwindet. Und da ist dieser wohlwollende Mann hier wichtig. Die Liebe zu ihm, oder er macht es aus Liebe heraus. Und Thema Liebe haben ja diese Intrige da liegen, ja. Vielleicht sind irgendwelche Hoffnungen und Wünsche da auch mit verbunden. Und die Chance, bei etwas Offizielles zu regeln. Und wir haben den Turm im Haus des Briefes. Also hier geht es auf jeden Fall um behördliche Geschichten, um behördliche Dokumente, ganz unterschiedlichster Art. Thema Schule, Weiterbildung ist ebenfalls möglich und Thema Selbstständigkeit ebenso. Ja, und da geht es darum, durch die Angst durchzugehen. Bitte für den Fuchs eine Karte. Und da, ja. Im Zwiespalt mit einem Geschenk, etwas fällt dir zu, Freude ohne Mühe. Mit dem Fuchs ist es zum einen, ich habe ja vorhin schon gesagt, die falsche Freundlichkeit. Du bist hier etwas im Zwiespalt mit einem Geschenk und etwas, was eine lange Zeit dauert. Also die Zeit, der Zeitfaktor ist auch immer etwas, was der Fuchs sagt, denn der Fuchs weiß genau, wann er was machen muss. Der weiß ganz genau, wie er das timen muss, dass er zum Erfolg kommt. Und hier geht es um die Geduld und die Beharrlichkeit. Das ist sehr interessant, mein lieber Schütze. Wir schauen uns gleich noch die Karten hier unten drunter an. Ich möchte jetzt die zwei Karten anschauen vom Tarot, die ich ja auch schon habe rauspurzeln lassen. Und hier kommt Erwachen, Erzengel Gabriel, die Dinge aus einer anderen Perspektive betrachten. Vorübergehender Stillstand, es ist dir wichtig, du selber zu sein. Okay, drei der Erde, die Macht der Kreativität, Anerkennung für qualitativ hochwertige Arbeit, sei ein Teamplayer. Da geht es um die Talente, die man hat, die Talente nach draußen zu bringen und im Team zu arbeiten. Und hier ist trotzdem ein Stillstand. Also irgendetwas sagt mir,
dass du hier nicht im Team arbeitest. Und die 4 der Luft, Zeit zum Ausruhen oder Urlaub machen, eine Entscheidung benötigt mehr Zeit. Meditation könnte Antworten liefern. Die 4 der Luft ist die Karte, da gab es dann vorher die 3 der Schwerter, also eine Herzensverletzung. Und das ist etwas, was heilen darf. Die 4 der Luft ist immer so Heilung, Ruhepause, Besinnung. Hier haben wir die Besinnung auf deine Talente, auf deine Kreativität und wie du das nach außen tragen kannst, bekomme ich hier so rein. Und dann haben wir hier schon wieder das Thema Lösungen, Alternativen suchen und dann auch eine Entscheidung treffen, um voranzugehen. Und hier unten ist die 2 der Erde. Die 2 der Erde sagt zu viel auf einmal, die Notwendigkeit, eine Entscheidung zu treffen, denke über einen spielerischen Ansatz nach, über die Leichtigkeit, Pause machen und dann in dieser Pause den nächsten Schritt überlegen. Vielleicht hilft dem einen oder anderen von euch Meditation, um hier ein paar Erkenntnisse zu bekommen. Das ist auch gut möglich. Aber es geht um eure Kreativität, diese Kreativität nach außen zu bringen. Habe ich hier ebenfalls den ganz, ganz starken Eindruck, dass es darum geht, die Kreativität aufblühen zu lassen, wachsen zu lassen, damit ihr auch wachsen könnt. So, meine Lieben, und jetzt schauen wir uns gleich noch die Karte hier unten an. Da ist das Chaos. Durcheinander, Unordnung, Verzögerung. Und das Chaos wird beendet. Schaut mal. Sehr schön. Mit oder für oder durch eine Tochter, Schwester, jung wirkende Freundin oder Schwiegertochter. Kann natürlich auch sein, dass für diese Frau etwas endet, ja. Ich habe aber auch den Eindruck, dass diese Frau hier, die Tochter, Schwester, was auch immer es für dich ist, hier etwas, eine plötzliche Veränderung hat, ein Ende vom Chaos. Und hier ist noch eine wohlwollende Frau dabei. Das ist eine Freundin, Anwältin, Ärztin, Förderin, Mutter oder Schwiegermutter. Und da kommt jetzt etwas in den Ausgleich, ein Liebeskummer wegen Geld. Und da kommt jetzt das Glück, die Spiritualität. Und hier wächst etwas. Hier wird stückchenweise eins nach dem anderen abgeschlossen. Und das finde ich sehr, sehr schön. Also, um dann eben die nächsten Entscheidungen zu treffen. Eine Entscheidung und dann kommt die nächste Entscheidung. Meine Lieben, ich hoffe, dass ihr damit in Resonanz geht, dass ihr damit was anfangen könnt, dass ihr trotz dieser Belastungen, dieser Lernaufgabe, die sich jetzt im Sommer augenscheinlich aber zum Positiven verändern wird, ein ganzes Stück zumindest einen schönen Sommer habt. Und danke euch für den Daumen nach oben, für ein Abo und wünsche euch natürlich einen richtig, richtig tollen Sommer. Ihr Lieben, macht's gut, bis dann, tschüss.